Im heutigen Video geht es um das Quantisieren von Audiomaterial. Was genau ist Quantisierung? Wie macht man es? Und wie klingt es vor allem, wenn es fertig ist? Lohnt sich also dran zu bleiben. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Hier dreht sich ja alles rund um Tipps und Tricks fürs Aufnehmen und Mischen deiner eigenen Musik, damit die auch bald genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und ein wichtiges Element für einen guten Mix ist vor allem eine gute Aufnahme. Und die besteht aus zwei Komponenten, mindestens zwei Komponenten. Einmal natürlich gute Signale, die man aufnimmt, also gute Mikrofonarbeit und gute Vorverstärkung und so weiter und so fort. Aber vor allem, und das ist das ganz Wichtige, die Magie findet vor dem Mikrofon statt. Das heißt, die Band muss gut zusammenspielen. Falls du aber jetzt nicht ganz so geübte Musiker zum Beispiel hast oder das Material, was dir vorliegt, jetzt nicht von so ganz geübten Musikern ist, die gut zusammenspielen oder nicht so timingfest sind, dann kann es hilfreich sein, denen mit Quantisierung ein bisschen unter die Arme zu greifen. Ich bin zum Beispiel ein Schlagzeuger, der nicht wirklich sehr gut spielen kann, weil ich einfach noch nicht so lange spiele. Und dementsprechend eier ich so ein kleines bisschen immer drumherum um das Timing, um das Metronom, mit dem ich normalerweise aufnehme. Und wenn ich dafür sorgen möchte, dass meine Drumschläge oder auch meine Gitarrenarbeit, dass die wirklich ganz korrekt im geraden Raster drin sind, dann quantisiere ich mein Audiomaterial einfach. Früher war Quantisieren relativ einfach. Quantisieren ist ja im Prinzip Notenwerte, die neben diesem Raster sind, was man vorgibt, dass die einfach von der Software korrigiert werden. Spielst du so ein bisschen vor der Viertel oder ein bisschen nach der Viertel, dann sorgt die Quantisierung in der Software dafür, dass du genau auf der Viertel drauf bist. Und das sorgt für sehr stabile Beats und für sehr strammen Groove auf jeden Fall. Auch wenn einige Leute behaupten, dass die Quantisierung das Leben aus der Musik rausnimmt. Aber ich finde es persönlich besser, wenn alle durch die Quantisierung mehr zusammenspielen, als wenn jeder Gitarrist, Bassist, Schlagzeuger und so weiter alle so seine eigene Time hat und das Ganze irgendwie miteinander rumpelt, aber nicht miteinander groovt. Dann schiebe ich ein bisschen lieber mit Quantisierung zusammen und sorge dafür, dass die Band kompakter zusammenspielt. Und das ist ein legitimes Tool heutzutage, genauso wie Autotune oder sonstige andere Sachen auch. Das heißt, wenn die Band oder das Audiomaterial nicht ganz perfekt eingespielt ist, kann man durchaus mit ein bisschen Quantisierung nachhelfen. Audioquantisierung war nicht immer ein leichtes Thema. MIDI-Quantisierung war früher ganz einfach. Als wir noch mit Keyboards die Sounds eingespielt haben, da hat man ja einfach nur Notenwerte, also Daten in der Software gehabt. Die waren relativ einfach zu quantisieren. Bei Audio war das nicht immer so einfach. Aber in den heutigen DAWs ist es sehr einfach geworden. Und wie das genau geht, das schauen wir uns gleich mal am Beispiel von Studio One an. Aber das ist natürlich exemplarisch für andere DAWs auch draußen. Ich weiß zum Beispiel, dass Logic, was hier auf der rechten Seite von mir läuft, also von dir aus gesehen links, dass das auch ganz einfach funktioniert und dass das auch wirklich heutzutage sehr, sehr gut klingt, die Audioquantisierung, die man nutzen kann in DAWs. Und das ist ja das Schöne, dass man damit mittlerweile so frei arbeiten kann. Das schauen wir uns gleich in der Session an. Verpasst danach nicht die Frage der Woche, denn da geht es darum, wie ich das Material, was wir uns gleich anhören, wie ich das aufgenommen habe. Denn das ist sehr spannend. Ich habe zwei Spezialmikrofone genommen und was das genau gewesen ist und wie ich den Aufnahmeprozess gestaltet habe, das verrate ich dir nach der Session. Unter anderem aber auch den Termin für den nächsten Live-Mix, den ich genau mit dieser Session dann machen werde. Da schauen wir uns mal genau an, wie ich das gemischt habe. Den darfst du auch nicht verpassen, gibt es auch nach der Session. Und falls du hier neu sein solltest, würde ich mich freuen, wenn dir dieses Video gefällt oder wenn dir alle Videos hier in meinem Kanal gefallen sollten, wenn du einfach schnell auf den Abo-Knopf drauf klickst und daneben dann nicht die Glocke vergessen, denn dann kriegst du auch einen Hinweis, wann zum Beispiel das nächste Video oder der nächste Live-Mix ansteht. So viel dazu. Wir gehen jetzt mal in die Session und schauen mal, was man mit Audioquantisierung machen kann. Also viel Spaß und wir sehen uns gleich nach zur Frage der Woche. Los geht's. So, dann sind wir schon in der Session. Wir haben hier den Song offen, den ich dir auch gleich erklären werde, wie ich den aufgenommen habe, aber das nach der Session in der Frage der Woche. Jetzt hören wir erstmal rein, was wir hier eigentlich zugrunde liegen haben. Ich habe den Song zu einer Glock aufgenommen, habe mir also ein Metronom aufs Ohr gegeben und habe dann dazu Schlagzeug gespielt. Und wie du hören kannst, ist das Schlagzeug nicht ganz in Time. Ne? Wenn ich mal hier das Schlagzeug komplett anmache und wir uns das mal anhören zusammen mit einem Klick, dann, warte mal, der ist hier unten der Klick, dann wirst du schon hören, dass es nicht so ganz auf dem Raster drauf ist, ganz so sauber ist, sondern es eiert immer so ein kleines bisschen rum, ist der Tatsache geschuldet, dass ich halt nicht der geübteste Schlagzeuger bin. Ja, speziell an der Stelle, ne?
wenn man darauf achtet, dann stellt man auf jeden Fall fest, dass ich nicht wirklich sauber auf der Time gespielt habe. Wenn du aber ein stabiles Timing haben willst, dann hilft, wie gesagt, Quantisierung. Und das ist wirklich so einfach wie simpel. Das heißt, du klickst dir einfach auf diese Spur drauf, die du quantisieren willst. Dann nehmen wir mal die Bassdrum, die ich jetzt hier habe. Und dann gehst du hier oben bei Studio One rein und drückst Quantisieren. Dann geht ein Fenster auf, wenn ich hier drauf drücke. Und du siehst, dass hier eine ganze Menge Parameter hier unten drunter losgegangen sind. Hier Raster, Groove, dann kann man einstellen, hier ob man auf ganze Note, halbe, Viertel, Achtel, Sechzehntel, 32 oder 64 quantisieren möchte, also wie fein das Raster ist, auf das man quantisieren will. Dann, ob man gerade auf triolisch, quintolisch oder septolisch machen würde oder den Swing-Faktor, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Falls du dich dafür interessierst, kannst du mal hier oben schauen, dann blende ich dir mal einen Link ein, wo du gucken kannst, was es genau mit dem Swing-Faktor auf sich hat und so weiter. Diverse weitere Parameter, die ich dir gerne mal erklären kann, falls du dich dafür interessierst, was diese ganzen Parameter bedeuten und was sie vor allem bewirken, dann schreib mal unten Quantisierung unten in die Kommentare, dann weiß ich, wenn genügend Leute schreiben, dass ich da mal ein ausführlicheres Video zu diesen ganzen einzelnen Parametern mache. Aber heute geht es nur darum, wie man überhaupt grundsätzlich mal quantisieren kann. Das hier sind die Parameter, mit denen man quantisieren kann. Die werden dann durch den Klick auf das Q hier aufgerufen. Bei anderen DAWs sind die sicherlich an anderer Stelle aufgeführt, aber es ist wirklich mega simpel, denn eigentlich muss ich hier nur mit der rechten Maustaste auf die Audiospur, die ich quantisieren will, draufklicken und dann gibt es meistens überall einen Punkt, der heißt Quantisieren. Oder, wenn ich jetzt hier draufdrücken würde, würde er quantisieren. Oder hier auf der rechten Seite ist halt bei den ganzen Parametern, die hier aufgegangen sind, ist auch dieser Knopf Anwenden. Und was passiert dann, wenn ich drauf drücke? Ich habe hier Achtel eingestellt und ein gerades Timing, ne? Hier Achtel und gerade. Dann passiert, wenn ich hier drauf drücke und Quantisieren wähle oder das Q drücke, dann zack, ändert sich so ein bisschen das Aussehen der Datei und du siehst, dass hier so einzelne Striche, ich zoome hier mal rein und du siehst, dass hier so einzelne Striche sind. Das sind Bandmarker. Und dieses Quantisieren, was ich gerade gemacht habe, das sind im Prinzip zwei Schritte auf einmal. Denn wenn ich das mal rückgängig mache, dann siehst du, dass hier keine Bandmarker sind. Bandmarker setzt das Programm automatisch an den Stellen, wo starke Transienten sind und markiert dadurch Transienten. Deswegen funktioniert die Quantisierung auch vor allem mit Material, was starke Transienten hat, sehr, sehr gut. Das heißt also eine rhythmisch gespielte Gitarre, eine durchgebratene Gitarre, wo du nur so eine Wurst an Audiodatei hast, da funktioniert es nicht so gut. Aber bei einem rhythmischen, transientenstarken Material, wie zum Beispiel einem Schlagzeug, wie hier die Bassdrum, da funktioniert es einwandfrei. Und das finden zwei Schritte statt, die hier bei dem Quantisieren, was ich gerade gemacht habe, in einen gefasst werden. Nämlich als erstes wird hier, wenn ich hier mal auf Audio gehe, gibt es hier einen Punkt, der heißt Transienten erkennen. Und das ist im Prinzip der Schritt 1, den uns Studio One gerade vorenthalten hat. Wenn ich auf Transienten erkennen gehe und darauf klicke, mache ich mal, zack, dann siehst du, dass sich das Bild hier ändert. Aber du siehst auch, dass hier nur die Transienten erkannt sind. Die sind aber nicht auf dem Raster. Wenn du mal genau hinguckst, dann siehst du, dass hier der Transient ein bisschen hinter der Viertel ist und auch hier hinter der Viertel und hier nirgendwo so richtig genau drauf ist. Na, hier wird es ein bisschen besser. Hier bin ich vor der Viertel drauf. Und genau das soll jetzt korrigiert werden. Das heißt, die Transienten, die jetzt noch daneben sind, werden als erstes erkannt. Das haben wir hier gemacht mit Transienten erkennen und dann quantisiert. Ich drücke jetzt mal hier auf das Anwenden bei Quantisieren und dann findet die Richtigstellung statt. Also auf die Plätze, fertig. Bupp. Und du siehst, dass durch Time Stretching die einzelnen Noten so ein kleines bisschen entweder verlängert oder verkürzt werden. Das hat keinen großen Einfluss auf den Sound, aber es hat den großen Vorteil, dass dieses Schlagzeug jetzt voll auf dem Raster ist. Wenn ich nochmal reinzoome, siehst du, dass die Transienten jetzt alle sauber, schön auf ihrem Raster drauf sind, genau da, wo sie hingehören. Und ich mache das natürlich jetzt nicht nur bei der Bassdrum, sondern ich mache das hier bei der Snare. Ich habe ja zwei Mikrofone aufgenommen fürs Schlagzeug, mache ich das jetzt auch. Jetzt drücke ich einfach mal die Taste Q und zack, findet das Gleiche statt. Hier wird quantisiert und dann aufs Raster gezogen und dementsprechend, wenn wir jetzt mal reinhören, auch wieder mit Clock, passiert Folgendes. Ne, spielt selbst der Jonas voll auf dem Raster und spielt genau in Time. Man kann dabei noch verschiedene Groove-Parameter einstellen, aber wie gesagt, das können wir uns in einem separaten Video mal angucken. Heute wollte ich nur zeigen, wie einfach es mittlerweile ist, Audiomaterial zu quantisieren und vor allem, was dabei rauskommt. Wir hören uns das Ganze mal jetzt mit Quantisierung an, im kompletten Mix. Ticker aus. Zack, spielt das Schlagzeug komplett stabil und ist ein schönes Fundament für die Band.
So einfach geht Quantisieren mit Studio One oder mit jeder modernen DAW. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen und jetzt gehen wir mal rüber zur Frage der Woche. Also los geht's. Ja, finde ich doch ein gutes Ergebnis. Ne? Also wenn man vielleicht nicht ganz so timingfest ist oder das Material nicht ganz so stabil ist und nicht ganz so gut zusammenspielt, kann man auf jeden Fall bei transienten starken Sachen kann man da auf jeden Fall mit der Quantisierung ein bisschen nachhelfen und dafür sorgen, dass alles ein kleines bisschen besser zusammenspielt und ein bisschen besser zusammengroovt. Hilft auf jeden Fall an vielen Stellen. Mir persönlich hilft es sehr, vor allem wenn ich mein mittelmäßiges Schlagzeugspiel mal wieder draufpacke. So, genug Fishing for Compliments. Jetzt geht es darum, wie habe ich das Material aufgenommen? Und jetzt muss ich einen Trommelwirbel haben und greife mal hier zur Seite. Denn was du jetzt siehst, wird dich wahrscheinlich ein bisschen verwundern. Denn ich habe hier zwei SingStar-Mikrofone. Ich bin über Weihnachten im Keller gewesen und habe die alte PlayStation 2 gefunden und habe gesehen, dass wir SingStar ja noch haben, was wir dann ausgiebig auch mit den Kindern gespielt haben. Und da waren diese beiden Mikrofone dabei, diese kleine Box, wo SingStar draufsteht. Und ich gucke dahin. Das ist ein USB-Anschluss. Was passiert wohl, wenn ich das in meinen Laptop anschließe? Und ich habe es an den Laptop angeschlossen und tatsächlich, das ist ein ganz normales, sehr günstiges, sehr einfaches Audio-Interface mit einem linken und einem rechten Kanal. Und habe ich gedacht, damit muss ich doch mal einen Song aufnehmen. Und das habe ich auch gemacht. Wir haben gerade schon gehört, was ich damit aufgenommen habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich dir das jetzt verrate, dass du erstmal die Augen groß aufreißen wirst. Denn mit solchen günstigen Mikrofonen, ich glaube, die kosten mit Spiel, kosten die 60 Euro oder haben die mal 60 Euro gekostet. Mit Spiel. Ich glaube, in der Herstellung kosten die, wenn es hochkommt, 7,95, zwei Mikrofone mit Kabel und Audio-Interface. Und damit habe ich aufgenommen. Ich darf so viel verraten, das rauscht wie Hulle. Das heißt, eine leise Ballade kannst du damit definitiv nicht aufnehmen. Aber das Ergebnis, was wir gerade gehört haben, hat mich dann doch sehr zurecht zufriedengestellt. Denn ich war echt positiv überrascht, was da wirklich bei rausgekommen ist. Ich habe mit den beiden Mikrofonen unter anderem mein Schlagzeug abgenommen. Das heißt, wir haben gerade nur echte Instrumente gehört. Ich habe das Schlagzeug abgenommen, habe ein Mikrofon in die Bassdrum und ein Mikrofon an die Wurstposition gemacht. Ich mache hier mal ein Foto, dann kannst du es genau sehen. Da ist ein Mikro an der Bassdrum vorne dran, wo ein normales Mikrofon auch bei der Bassdrum dran ist. Und dann halt das Wurstmikrofon, was mitten im Schlagzeug drin ist. Und mit diesen beiden Schlagzeugmikrofonen konnte ich das Schlagzeug komplett so einfangen, wie wir es gerade gehört haben. Ich habe natürlich ein bisschen nachbearbeitet. Das verrate ich dir im Live-Mix-Termin, sage ich dir gleich, wann der stattfindet. Und dann habe ich auf der anderen Seite natürlich noch die anderen Instrumente gebraucht. Also Gitarren habe ich aufgenommen, habe ich über meinen Amp aufgenommen und auch den Bass habe ich über einen Amp aufgenommen, weil ich wollte natürlich, dass alle Instrumente damit aufgenommen werden mit diesen beiden Mikrofonen. Also musste ich den Bass auch über einen Verstärker schicken und habe beide einfach über meinen Mesa Boogie geschickt, den ich hier mal einblenden kann. Da war ein Mikro davor und dann habe ich den Bass eingespielt, die Gitarren eingespielt und am Ende sogar noch einen Chor eingesungen. Das ganze Ergebnis kannst du dir bei SoundCloud anhören. Mache ich mal einen Link unten in die Videobeschreibung und da hörst du, was man mit diesen wirklich sehr billigen Mikrofonen, günstigen, billig, kannst du suchst dir aus einfach und mit diesem günstigen Audio-Interface, was man tatsächlich damit aufnehmen kann. Ich für mich persönlich habe die Entscheidung getroffen, ab jetzt gibt es keine Ausrede mehr, mein Mikrofon klingt nicht gut genug oder mein Mikrofon ist nicht gut genug oder sonst was irgendwie. Denn die Aufnahme, die ich da gemacht habe, zumindest für diesen Track, den wir da gerade gehört haben, die ist mir persönlich, ohne mir jetzt zu sehr mich selbst zu beweihräuchern, aber das ist wirklich gut gelungen. Ich war total überrascht, dass man so gute Ergebnisse mit so günstigen Mikrofonen machen kann. Also, war eine spannende Quest, die ich mir da gestellt habe, eine spannende Challenge, wie man so schön sagt, mit diesen beiden Mikrofonen einen kompletten Song aufzunehmen. Vielleicht hast du ja auch schon mal so eine Challenge gemacht, dann schreib doch mal unten in die Kommentare rein, was du aufgenommen hast, wie du es aufgenommen hast und mit welchen günstigen Mikrofonen du vor allem aufgenommen hast. Da gibt es ja diverse Geschichten auf jeden Fall. Und wenn dir dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wir sehen uns nächste Woche zum Live-Mix, habe ich ja gesagt. Wir sehen uns zum Live-Mix am 17.01.2019, das ist ein Donnerstag. Und du kannst hier oben schon mal klicken und dir eine Erinnerung einrichten, falls du dieses Video nach dem 17.01. sehen solltest. Dann kannst du auch auf diesen Link klicken, denn da findest du jetzt stolper ich schon über meine Zunge, da findest du das fertige Video und kannst es dir nochmal komplett angucken. Denn ich werde den kompletten Mix aufdröseln und dir auch die einzelnen Spuren dann mal vorspielen, die ich mit diesen beiden Mikrofonen aufgenommen habe. Dann können wir mal genau reinhören und ich erkläre noch einiges zu der Aufnahme und vor allem, wie ich es gemischt habe. Also, wird bestimmt ein spannender Live-Mix. 17.01.2019 um 20.30 Uhr geht es an diesem Donnerstag los. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und wir sehen uns ansonsten auf jeden Fall die Tage bei einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou.